Hallo, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück bei unserem allerletzten Part von Henrys Geheimnis. Zumindest im Standardspiel, man munkelt ja die ganze Zeit, ob es nicht noch eine Fortsetzung geben wird, aber ich denke, die Entwickler konzentrieren sich wahrscheinlich mehr auf Moonlight Lovers als auf alles andere, wenn das die gleichen Entwickler sind. Ich will da nichts Falsches sagen. Aber ja. Für uns endet das Abenteuer heute und geht dann nächstes Mal einmal pro Woche mit Eldaria weiter. Nichtsdestotrotz verabschieden wir uns hiermit von Henry, Lila, Jasmine, Clement. Soll ich dich morgen früh um 9 Uhr abholen? Ja, allmählich spüre ich die Nervosität. Hey, keine Sorge, du hast das Abi sicher bestanden. Ich hoffe es. Er küsst mich ein letztes Mal und fährt dann nach Hause. Oh ja, Abi-Prüfungen. Ach, da ist jetzt Ton. Ja, supi. Ich liebe dieses Outfit von ihm. Das ist das, was er nach dem Konzert schon anhatte. So oder so ähnlich, ne? Ja. Henry und ich gehen Hand in Hand auf das Schultor zu. Mein Herz klopft bis zum Hals. Er drückt meine Hand, um mir zu zeigen, dass er da ist und ich ihm vertrauen soll. Clement und Jasmine sind schon da und meine Freundin versucht offenbar, Clement zu beruhigen. Sieht aus, als wäre er in derselben Verfassung wie ich. Hey, ihr beiden. Hallo, Kumpel. Hey, das wird schon. Ihr habt sicher alle geschafft und ich stehe als einziger da wie ein Trottel. Ach Quatsch, Clement. Sag sowas nicht. Jasmine wendet sich an mich. Er ist schon seit gestern so. Das fing an, kurz nachdem ihr weg wart. Lass uns gehen, dann wissen wir's. Aufregung! Vor dem schwarzen Brett mit den Ergebnissen drängen sich Massen von Schülern. Zwischen Tränen und Freudenschreien ist es unmöglich, sich den Listen zu nähern. Das ist zwar schon eine ganze Ecke bei mir her, aber bei uns wird das doch nicht ausgehangen, oder? Also, wüsste ich zumindest nicht mehr. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, wenn ihr weiß, ja. Wenn ihr wisst, wie das bei uns abläuft in Deutschland. Aber ich glaube nicht so. Ich glaube, im Moment wird das nichts. Mist, ich habe mein Portemonnaie im Auto vergessen. Bin gleich wieder da. Um unsere Unterlagen zu bekommen, müssen wir einen Ausweis vorlegen. Henry verschwindet und wir warten geduldig ab, dass sich das Gedränge allmählich auflöst. Clement ist am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Neben ihm sieht meine eigene Nervosität beinahe lächerlich aus. Wen haben wir denn da? Die Loserbande. Was willst du, Enzo? Hast du nichts Besseres zu tun? Wo steckt denn der alte Streber? Hast du ihn endlich abserviert, Leila? Enzo, ich weiß nicht, was ich dir dazu sagen soll. Ich fühle mich geehrt, dass dich mein Leben offenbar so brennend interessiert, aber ich glaube, ich behalte das alles lieber für mich, wenn es dich nicht stört. Dein Leben ist mir scheißegal. Schön, dann brauchen wir auch nicht weiter reden. Gibt's ein Problem? Henry taucht hinter Enzo auf, der sich abrupt zu ihm umdreht. Du bist das Pro. Was? Henry! Wir ignorieren Enzo einfach und der ist ausnahmsweise einmal sprachlos. Ich hatte vergessen, dass Henrys neuer Look für Überraschungen sorgen könnte. So war es ja auch bei meinem Bruder gewesen. Oh, Lila hat einen neuen Typen dabei. Na toll, jetzt taucht auch noch Jessica auf. Aber sie hat Henry nicht mal erkannt. Ihr Blick verändert sich. Sie mustert ihn von oben bis unten und kommt ihm dann gefährlich nahe. Hi, mein Süßer. Bist du mit der zusammen? Dann lass dir gesagt sein, da gibt's Besseres. Ich hab das schon mal gesagt, du sollst mir nicht zu nahe kommen. Dumme Nuss, Ellie. Verächtlich sieht er sie an, ohne dabei mit der Wimper zu zucken. Ihre Augen weiten sich. Vergiss es, Jess. Das ist Henry. Hast du ihn einfach nicht erkannt? Was?
Ich hau ab. Erschrocken sieht Jessica Henry an, wird rot und geht dann wütend weg. Tschüss. Na, die beiden bleiben uns wirklich bis zum Ende nicht erspart. Ich glaube, jetzt können wir nochmal nachsehen gehen, ob wir das Abi geschafft haben. Mittlerweile haben sich die Massen vor den Ausgängen gelichtet. Wir sehen uns alle vier an und beschließen nachzusehen. Zuerst suche ich nach meinem Namen. Ah, ich hab bestanden! Ich merke, dass sie sich mit ihrer Freude zurückhält, solange wir nicht sicher sind, dass wir alle bestanden haben. Ich hab's auch geschafft. Schön. Mir gelingt es nicht, mich auf die Suche meines Namens zu konzentrieren. Durchatmen, Laila. Endlich sehe ich meinen Namen. Ich hab mein Abi! Oh, gleich beim ersten Anlauf! Ich auch! Ich drehe mich zu Henry um und lächle ihn an. Offenbar hatte der meinen Namen schon länger auf der Liste entdeckt. Ja, und was ist mit Clement? Oh nein! Oh Scheiße! Scheiße! Was? Oh Clement, du bist so fies! Ich hab mein Abi, ohne Nachprüfung. Er umarmt Jasmine, hebt sie hoch und wirbelt sie herum. Dann küsst er sie vor allen auf den Mund. Ich glaub's nicht. Ich sehe Henry begeistert an und er nimmt mich in den Arm. Herzlichen Glückwunsch, meine Schöne. Dir auch herzlichen Glückwunsch. Hey Kumpel, du hast mit Auszeichnung bestanden. Echt cool. Was? Henry? Ja, ich hab die Auszeichnung sehr gut bekommen. Ich umarme ihn stürmisch. Ach, das ist toll. Du bist eindeutig der Beste. Lass uns aufs Feiern gehen. Oh ja, am besten im Café. Ha, wirklich. Wir haben auf unser Abi angestoßen und diesen wunderschönen Vormittag genossen. Clement und Jasmine konnten nicht voneinander lassen. Ich freue mich so für sie. Dylan und Amelie kamen vorbei und setzten sich zu uns. Amelie hat ihr Abi geschafft, aber Dylan muss in die Nachprüfung. Er wird's aber sicher schaffen, denn ihm fehlen nur wenige Punkte und Amelie wird schon darauf achten, dass er genug lernt. Ich sehe meine Freunde zusammen lachen. Ich war noch nie so entspannt. Ich spüre Henrys Blick. Offenbar ist er genauso glücklich und erleichtert wie ich. Er nimmt meine Hand und küsst sie unauffällig. Wir haben den restlichen Vormittag zu sechst auf der Terrasse des Cafés verbracht und uns über das letzte Schuljahr schöne und schwere Momente unterhalten. Dylan hat noch einmal die Geschichte vom Beginn des Schuljahrs erzählt, als er Henry provoziert hatte und ich dazwischen gegangen bin. Wir haben viel gelacht. Seitdem ist echt viel passiert. Unsere Freundschaft zueinander ist wirklich aufrichtig und wir versprechen uns so oft zu sehen wie möglich. Schließlich brechen alle Paare nacheinander auf und ich bin mit Henry allein. Ich sehe unseren Freunden nach, die uns zuwinken, bis sie aus unserem Blickfeld verschwinden. Henry schlingt von hinten seine Arme um mich und drückt mich an sich. Er flüstert mir ins Ohr. Ich liebe dich. Oh. Süß. Ich drehe mich zu ihm um und lächle ihn an. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und gebe ihm einen Kuss auf den Mund. Ich liebe dich auch. Ich schlinge die Arme um seinen Nacken und verliere mich einmal mehr in seinen wunderschönen Augen. Oh, wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe. Er sieht mich an. Seine Augen glänzen vor lauter Liebe zu mir. Denkt euch das Tee einfach weg. Lass uns gehen. Henry nimmt meine Hand und auch wir verlassen das Café. Ich sehe ihn von der Seite an. Ich schaffe es nicht, meine Augen von seinem Gesicht abzuwenden, während wir nebeneinander herlaufen. Hand in Hand laufen wir durch die Straßen der Stadt und ich bin so glücklich wie noch nie. Ich liebe ihn. Mein Schatz. Mein Henry. Das Ende. Das Team. Originaler... das schaffe ich so schnell nicht. Okay, ich lasse es einfach mal durchlaufen und quatsch nebenbei ein bisschen. Ich finde einfach, alle Leute, die hier jetzt aufgelistet werden, haben einen super Job gemacht. Es ist einfach so, dass
Ich weiß nicht, diese Geschichte fesselt einen. Man will immer wissen, wie es weitergeht. Also zumindest ging es mir so. Die Wandlung, die die Beziehung zwischen Lila und Henry durchgemacht hat, ist einzigartig. Von absolutem Hass quasi, ja, bis zu unterdrückter Liebe nochmal Hass, weil das alles so passiert ist, weil er dieses Geheimnis hatte. Und dann zu guter Letzt, naja, eben diese wunderbare Liebe, die mir manchmal ein bisschen zu schnulzig ist, aber das stört mich gar nicht. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber die Danksagung einmal noch. Okay, legen wir mal los. Oh, wo soll ich nur anfangen? Da gibt's so viel, das ich gern sagen würde. Die Gefühle gehen mit mir durch. Mit Henrys Geheimnis sind all meine Träume wahr geworden und das inmitten außergewöhnlicher, unglaublich talentierter Menschen. Henry und Lila sind längst ein Teil von mir und meinem Leben. Das war vielleicht ein Abenteuer. Danke an alle Spielerinnen und Spieler. Ohne euch hätte dieses Projekt nie ins Leben gerufen werden können. Ihr seid für mich eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und Motivation. Ich bin euch so unendlich dankbar. Danke an all die fleißigen Korrekturleserinnen, Beta-Tester und Moderatorinnen. Eure Hilfe war so wertvoll für uns. Danke an meine Chefs JP und Benoit. Danke für euer Vertrauen, euer Wohlwollen und eure Ermutigung. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt und es weiterhin tut. Ich danke auch meiner Familie, Papa, Mama und meiner Schwester, Henrys größten Fan, Sandra. Danke Benoit für deine bedingungslose Unterstützung, selbst heute noch. Danke Camille, dass du von Anfang bis Ende zu mir gehalten hast und Henrys Patentante wurdest. Deine Musik hat mich zu Tränen gerührt. Danke Eva. Liebste Marie, geil, dein Enthusiasmus hat mich aufrecht gehalten. Du weißt ja gar nicht, wie sehr. Danke, liebe Pessy und mein Mathieu. Ihr beide wart die perfekte Vorlage für Lila und Henry. Danke auch an Herrn JLN, meinen geliebten Gymnasiallehrer. Danke Mathieu Sancho für all die einfühlsamen Korrekturen an meinen Zeichnungen und für die zahlreichen Lachorgien. Danke Céline für die wunderschönen Hintergründe. Danke auch Laura. Danke, Herr Carter. Ohne dich, na du weißt schon. Danke, Little Melise. Deine Animationen sind der Hammer. Du hast meinen Figuren Leben eingehaucht und ich bin immer noch so bewegt. Danke, Sinead, für deine kostbaren Ratschläge. Danke, Christelle, für das komplette Design. Ich liebe es. Lass mich mal eben scrollen. So. Danke, liebe Lucy, für all deine Korrekturen und dafür, dass du bist, wie du bist. Danke, Mia B., für deinen Einsatz. Evin genauso. Mädels, ihr seid die Besten. Danke an Damien, meinen Projektleiter, und an das ganze Entwicklerteam. Danke an Cyril, Corentin, Sona, John, Ines und Fadina, den Übersetzerteam. Auch eigentlich danke an all meine Kollegen hier bei BMOV. Es gibt einfach so viele. Danke an alle, die von nah oder fern an diesem Projekt beteiligt waren. An diejenigen, die uns so unermüdlich ermutigt haben. Danke, Pierre. Danke, Eod, Antoine, Thibaut, Thomas und Florent. Danke, Thomas. Du hast für die Songs ein paar außerordentliche Talente aufgetrieben. Und nebenbei auch danke für deine großartigen musikalischen Entdeckungen. In diesem Sinne auch danke an Florent und Laurent. Eure Musik ist der Wahnsinn. Danke, Charlie. Danke, dass du Henry eine Stimme gegeben hast. Und auch sonst danke für alles. Danke, Henry. Du hast mein Leben erhellt. Und mein Sheldon. Du warst da, als Henry mir zum ersten Mal in den Sinn kam. Du wirst für immer in meinem Herzen bleiben. Céline, Nineland. Ihr seht, es sind wirklich viele Leute, die hier dran mitgearbeitet haben. Korrektur und Tester in Deutschland, Beta-Tester, Korrektur Französisch, Englisch, Spanisch, Amerikanisch, USA, Russisch, Portugiesisch, Brasilianisch, Integration, Werbeverantwortliche, Marketingverantwortliche, Instagram, verantwortliche Kommunikation, die Videos, Songtexte, Sänger,
Komposition, Arrangements, Aufnahmen, Tonmischung und Musika. Komposition, Interpretation, musikalische Anordnung, Aufnahme und Mischung. Animation, technische Produktberater und Dramaturgen, grafische Koordination, Logo, Designer, Web und Mobil, Backgrounds, Rough Draft, Illustrationen, Fotos, Hintergründe, Charakterdesign, Software Engineering, Projektleiter und das Drehbuch. Wie gesagt, ich finde einfach, dass dieses ganze Team eine wundervolle Geschichte geschaffen hat und diese Geschichte verdient es auf jeden Fall, eine Fortsetzung zu bekommen, auch wenn es in sich gut abgeschlossen wurde, was im Endeffekt bei Sweet Amores ja auch so war. Nichtsdestotrotz haben wir uns, ja zumindest die meisten von uns, über die Fortsetzung noch gefreut. Und ja, Celine, das, was du geschaffen hast, ist einfach wirklich, wirklich sehr gut. Und wie gesagt, die Geschichte, das alles, was zwischen den beiden gelaufen ist. Und auch die Nebencharaktere, die nie irgendwie ja, in Vergessenheit geraten sind. Es gab immer Geschichten um Dylan, um, ja, auch um Enzo, um Jasmine und Clement, die hatten alle auch ihren Anteil daran. Es ging einfach nicht nur um Lila und Henry und das ist das Schöne. Und damit möchte auch ich hiermit Danke sagen dafür, dass ihr mir zugeschaut habt, auch wenn ihr es wahrscheinlich bei Vitüria schon gesehen habt. Und ja, danke euch allen und danke an Celine und mir bleibt nicht mehr zu sagen. Hiermit endet Henrys Geheimnis für uns und wir sehen uns bei einem anderen Projekt ganz bald wieder. Auf Wiedersehen, meine lieben Ananäschen. Ciao, ciao.